Das hier ist übrigens der schmalste Fahrradweg der Welt, glaube ich. Nicht schlecht, ne? Unglaublich. Ja, als Hauptargument gegen die Apple Watch wird ja meistens immer noch die Batterielaufzeit angeführt. Mir geht es eigentlich darum, einfach nur mal zu schauen, wie alltagstauglich ist sie so fürs Training. Wie lange hält der Akku? Ich will heute nicht nur das Schwimmen mit der Watch aufzeichnen, was ich sowieso eigentlich immer mache, sondern auch meine Radfahrt. Normalerweise nutze ich auf dem Fahrrad immer mein Element Bolt von Wahoo. Heute nehme ich mal die Apple Watch und nutze die App iSmooth Run. Da kann ich einstellen, ob die Apple Watch alleine die Daten aufzeichnen soll oder ob sie das gekoppelt mit dem iPhone machen soll. Dann wird der Akku vom iPhone leer gesaugt. Ich habe es jetzt mal gemacht, dass wirklich alles nur Watch-only passieren soll. Und vielleicht mache ich heute Abend auch noch einen kleinen Lauf. Ja, dann habt ihr eine ganz gute Orientierung, ob die Uhr für alle drei Disziplinen an einem Trainingstag hält. Wozu ich die Apple Watch nicht nutze, ist Sleep Tracking. Das, ja, das habe ich mal probiert, aber ehrlich gesagt, ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ich weiß selber am nächsten Morgen, wie ich geschlafen habe und ich muss einfach nur früher ins Bett gehen. Dann weiß ich, lebe ich gesünder. Was ich aber ganz sinnvoll finde, ist die Ruhefrequenz, die sie mir halt immer anzeigt. Und so kann ich dann auch über einen längeren Zeitraum überprüfen, wie die sich entwickelt und das vielleicht als ein Indiz sehen, ob ich übertrainiert bin und vielleicht meinen Gang runterschalten sollte. Ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, Fahrrad zu fahren und auf die Uhr zu schauen, weiß ich nicht. Fahrradcomputer ist ja doch wesentlich komfortabler. Ihr habt alles im Blick und müsst ja nicht vom Lenker nehmen. Aber ich hatte auch schon die Situation, wo mein Element Bolt einfach alle war und ich dann ganz froh war, dass ich auf die Uhr zurückgreifen konnte. Ja, und wie gesagt, hier geht es ja nicht darum, die Sinnhaftigkeit zu checken, sondern die Möglichkeiten. Ja, zu der App iSmooth Run vielleicht noch zwei Sätze. Die ist eigentlich schon ganz cool, weil ich kann sie sowohl fürs Laufen als auch fürs Radfahren nehmen. Zeichnet neben GPS, Herzfrequenz, tralala, auch die Wattleistung an, sowohl jetzt vom Fahrrad oder halt auch von meinem Schuh, also vom Footpod. Ja, und was auch ganz cool ist, ihr könnt euch ziemlich komplexe, strukturierte Workouts erstellen und halt mit der Uhr ablaufen oder abfahren. Allerdings finde ich da die Erstellung immer noch so ein bisschen frickelig, aber es geht. Hier ist Ende im Gelände. Ich fahre hier auf dem ehemaligen Grenzstreifen südlich von Berlin und ja, habe einen kleinen Umweg genommen, um die Radstrecke einfach ein bisschen länger zu machen, um doch noch mehr die Batterie auszureizen. Jetzt haben wir es 17.27 Uhr und wir sind jetzt bei 64%. Ja, das wäre der Versuch, mal eine neue Strecke auszuprobieren, aber zum Pendeln muss ich sagen, ist das hier nur halb cool. Ich meine, der Weg ist schön, aber man kann hier nicht wirklich schnell fahren und muss hier so kleine Single Trails finden. Und jetzt habe ich den einen wieder verpasst oder muss gleich rechts abbiegen. Egal. Also ich habe dann doch noch die Laufschuhe angezogen, um zur später Stunde, wenigstens noch mal eine halbe Stunde zu laufen. Ich möchte es jetzt auch nicht übertreiben. So, 15 Minuten gelaufen.
Zeit umzukehren. Ja, insgesamt muss ich sagen, stellt die Apple Watch für mich eigentlich eine super Trainingsuhr dar. Ich war den ganzen Tag unterwegs, schwimmen, Radfahren, laufen. Insgesamt kommen eine Menge Minuten zusammen oder ein paar Stunden und sie hat super durchgehalten. Ein anderer Bereich sind natürlich Wettkämpfe, das hatte ich schon mal in einem anderen Video gesagt. Da halte ich sie nur für bedingt tauglich. Vielleicht mache ich mir aber mal den Spaß. Und wenn ich tatsächlich die Radkilometer beim Triathlon dann eben nicht mit der Uhr aufzeichnet, sondern eben mit dem Fahrradcomputer, dann reicht der Akku selbst bei einer langen Distanz, denke ich, locker aus. Mit der richtigen App lässt sich aus der Watch echt eine Menge rausholen fürs Training. Und ich habe den super Vorteil, sie ist keine Sportuhr, die im Alltag dann vielleicht doch ein bisschen dick aufträgt. Ja, und am Ende ist sie natürlich auch eine super Smartwatch, die ich im Alltag perfekt dann nutzen kann. Das also mein Alltagstest der Apple Watch als Triathlon-Uhr. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniert noch besser den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bis dann. Ciao, ciao.